Hallo Leute, am 19.05.2020. Das ist wieder mein Video-Update. Heute war Sonja da, ich war gerade hinter Wechseln. Und sie ist eine Stunde zu früh gekommen und hat dabei mit meinen Eltern Kaffee getrunken und sich dann in mein Zimmer gesetzt und Handy gespielt. Und um kurz nach 2 bin ich nach Hause gekommen vom Katheterwechsel. Es hat übrigens ziemlich weh getan. Ja, wir haben herinnen geredet und Kaffee getrunken und geraucht und über einiges diskutiert, aber freundlich und zwar ganz interessant und spannend und wir diskutieren ja immer wieder über den Glauben und ich bin ja nicht so gläubig und sondern sehr gläubig. Und da prallen oft Gegensätze aufeinander oder Meinungen. Aber jeder akzeptiert das den anderen und seine Meinung. Deswegen sind die Gespräche immer recht interessant. Und wir haben über das Meditieren gesprochen. Und ich möchte mir jetzt auch eine Art Meditation aneignen, um mein Stresslevel zu senken, weil ich doch ziemlichen Anspannungen unterliege und dagegen was tun will. Und das werde ich mit Kerstin versuchen. Das Meditieren in Mauer hat mir immer nicht so gut getan. Da wollte ich immer schreiend davonlaufen, weil ich mich nicht entspannen konnte. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Meditieren und da möchte ich mit Kerstin das eine oder andere ausprobieren. Und wir sprechen auch, Sonja und ich sprechen auch viel über die Vorstellung vom Sterben, was danach kommt oder was nicht kommt. Und natürlich sind das alles nur Vermutungen, aber da sind auch unsere Ansichten sehr unterschiedlich. Und da hat auch jeder jedes Mal eine andere Meinung dazu. Und ich betrachte das eher in Ebenen und eher in buddhistischer Sicht mit Wiedergeburt. Und sie glaubt halt an den Himmel und an die Hölle. An die Hölle glaube ich gar nicht. Und an den Himmel auch nur begrenzt. Und das gibt halt immer wieder interessante Gespräche und ja. Ich merke, dass ich mir bei den Gesprächen mit Sonja leichter tue als mit Claudia, weil der Altersunterschied einfach nicht so groß ist, obwohl ich mit Claudia auch gern rede, aber da fällt es mir halt schwerer, ein Gesprächsthema zu finden oder nicht immer nur über das Gleiche zu reden oder mich zu wiederholen. Und letztens haben wir über ihre Kinder geredet und Schwangerschaften und so und da kann ich halt wieder nicht mitreden, aber es interessiert mich sehr und da kommt man schon immer wieder auf Gesprächsthemen, aber es fällt mir halt auf, dass es mit Sonja um einiges einfacher ist als mit Claudia. Und ja, hat sich heute auch wieder gezeigt. Das Wetter war recht schön, Sonja hat eine ziemlich starke Allergie gegen Frühblüher und so und Pollen. Und deswegen waren wir die meiste Zeit drin und haben halt Kaffee getrunken und so. Und jetzt bin ich abends noch ein bisschen rausgegangen zu meinen Eltern und
auch mit Sonja, weil ihre Allergie leichter wurde. Und Sonja ist jetzt um 18:30 Uhr gefahren. Und jetzt ist es 19:08 Uhr. Ich liege schon im Bett. Was ich euch vielleicht noch nicht erzählt habe, ich habe jetzt meine Website gekündigt, weil sie viel zu teuer geworden ist. Sie hätten jetzt über 230 Euro verlangt für das nächste Jahr und das bin ich nicht gewillt zu zahlen. Und deswegen werde ich meinen Blog woanders hin verschieben. Und sobald es da wieder eine Website gibt, wo man meinen Blog finden kann, werde ich die Adresse ändern in der Infobox, weil ja doch einige von euch meinen Blog lesen. Und wird auch weiterhin eine Kommentarfunktion geben und alles sonstige, was zu einer Website zugehört. Wird sich alles finden ja, aber die Website läuft jetzt noch bis 7.6. und dann läuft sie aus und bis dahin muss ich halt einen neuen Platz suchen, wo ich auch Werbung schalten kann. Und ich werde dann die Adresse rausnehmen oder ändern, nachdem wie schnell das geht mit dem neuen Platz. Aber es wird auch auf jeden Fall weiterhin ein Blog zur Verfügung stehen. Und ich möchte auch wenn ich es jetzt unregelmäßig gemacht habe, weiter Blogartikel veröffentlichen. Und dass das jetzt über mon.com so viel gekostet hätte, hat mich sehr geärgert, weil das war am Anfang extrem günstig und dann wird's von Jahr zu Jahr teurer. Und ich habe auch auf den Visitenkarten die Adresse stehen. Aber das kann ich jetzt so schnell nicht ändern. Ja. Vielleicht kann ich die gleiche Adresse nutzen. Oder ja, ich werde da schon irgendeine Lösung finden. Oder ich muss die Adresse von den Karten rausstreichen. Aber dort bin ich in Zukunft nicht mehr erreichbar. Es war zwar relativ viel Arbeit, aber dass das jetzt so gekommen ist, wo ich Elementor ein weiteres Jahr bezahlt habe, war nicht zu vorzusehen und ja, ist nicht anders gegangen. Aber sobald ich da eine andere Adresse für euch habe, werde ich sie reinschreiben. Sonst findet ihr nur Instagram und Facebook und meine E-Mail-Adresse, worüber sich auch einige gemeldet haben, um Rat zu fragen oder über Facebook. Und das könnt ihr auch weiterhin machen. Wenn es dann wieder einen Blog gibt, dann schreibe ich es rein und damit ist das erledigt. Sonst hätte ich heute noch Therapiegespräch gehabt, aber das ist sich zeitlich nicht ausgegangen mit dem Katheterwechseln. Und das werde ich morgen Mittag nachholen. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Und am Freitag habe ich mit Christoph das Gespräch. Und ja, bin ganz froh, dass jetzt wieder Gespräche folgen. Und ab Montag möchte ich das Effektin absetzen,
also mein Antidepressivum, komplett absetzen, weil es mich ebenso müde macht. Ich hätte das gern diesen Montag gemacht, aber ich habe dann vergessen und werde es dann ab nächste Woche absetzen. Und dann werde ich beobachten, wie es mir damit geht und ob ich damit klarkomme und ob es mir besser geht oder ob es in kürzester Zeit, wenn der Spiegel weg ist, schlechter wird. Wenn es schlechter wird, dann brauche ich ein anderes Medikament. Cefixin möchte ich auf keinen Fall weiternehmen. Und ja, das ist so mein Zukunftsplan für die nächsten Tage. Ich habe in 2 Wochen einen Friseurtermin. Da lasse ich mir die Haare wieder dunkler färben. Und bin am Überlegen, ob ich mir hinten den Hinterkopf ausrasieren lassen soll, so wie letztes Jahr, also nicht das Deckers, sondern die Haare darunter so hoch rasieren, dass der Nacken frei ist, weil es sonst zu warm ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir die Haare schneiden lassen soll oder nicht, weil ich da sehr unschlüssig bin und auch meine längeren Haare mag und das muss ich mir erst überlegen, aber das ist sowieso erst in 2 Wochen. Und dann bin ich noch am Überlegen, ob ich mir von holzkern.com oder .at, ich weiß nicht, den Schmuck kaufen soll oder lieber die Schuhe. Ich möchte mir ja Geld zur Seite legen und die Schuhe kosten 93 Euro mit Versand und der Holzkernschmuck würde das Set 160 Euro kosten. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, was ich mir zuerst kaufe, weil mehr Geld will ich im Monat nicht ausgeben, nicht mehr als ich als eine Sache kaufen, ich so will und sonst nur das, was ich brauche und ein bisschen sparen und da bin ich halt noch immer überlegen, was mir lieber ist, Schuhe oder Schmuck und 160 Euro ist ja auch ganz schön viel, aber mal gucken. Ich möchte jetzt auf jeden Fall jedes Monat eine gewisse Summe zur Seite legen. Auch wenn ich immer wieder Anschaffungen habe, die ungeplant sind oder sich ergeben, möchte ich jetzt etwas sparen. Auch wenn meine Eltern behaupten, ich kann das nicht. Na gut, ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, eure Ines.